Ich habe versucht, demokratische Farben zu wählen. Sie sind aus einem Kompromiss entstanden. Ich nehme dann nicht die Farben, die die Grenzen überschreiten, sondern es sind Farben, die man wählen kann, ohne erst seinen Partner fragen zu müssen. Ich glaube, die Zeiten von zu ausgesprochener Individualität sind vorbei und Farben sind wichtig, die mich in der Mitte einer Gesellschaft zeigen. Nicht immer das laute Wort, nicht Trumpsche Gemeinheiten oder Merkelsche Langweiligkeiten sind in, sondern in der Mitte bewegt es sich. Ich finde immer Farben, die, mit denen wir auch längere Zeit umgehen müssen. Darum geht es sogar bei Trends. Sie machen wir nicht nur für heute, sondern für die kleinere, nähere Zukunft. Und da sind es speziell die Farben, die eine große Soziabilität besitzen, die viel mit der Inkarnatfarbigkeit zu tun hat. Das sind Inkarnat, sind die Farben der Haut. Und das sind immer leichte Farben des Errötens, die hellen Töne, die die Augen haben. Kinder fassen immer darauf und stoßen immer in die Augen der Mutter und streichen die Wangen. Und was Männer dann lieben, ist das leichte Erröten ihrer Frauen, weil das so schön ist. Das ist eigentlich die netteste Farbgabe, die man präsentieren kann. Und das sind die Farben der Augen, die tippt man an. Und das ist eigentlich sehr angenehm. Mir gefallen Farben immer für den Augenblick. Und ich glaube, das ist sehr wesentlich. Der Moment der Frage bestimmt meine Farbvorliebe.